Also gut, Leute, jetzt fangen wir uns an seltenste Pokémon und schwer zu fangbarste Pokémon, das es hier in der Geschichte von Pokémon gab. Es ist ein Bashwa. Bashwas gibt es in dieser Route hier. Gefangen werden sie mit einer Profiangel. Schauen wir erstmal, ob wir eine haben. Ja, wir haben eine. Setzen wir die gleich auf Select. Ups, sorry, ich glaube, ich habe gerade gröbst, tut mir leid. Ja, ich hatte gerade Abschlussfahrt in München, ne? Es war recht, Moment, Mauswerk, es war recht gemütlich, aber es hat viel zu lange gedauert, nämlich von 9 Uhr bis 9 Uhr abends, ja. War meiner Meinung nach viel zu lang. Aber naja. So, okay. Zurück zum Bashwa. Jetzt bin ich gerade falsch gelatscht. Bashwas kann man nur durch Angeln erhalten. Und zwar hier. In einer von diesen Feldern. Select finde ich gerade nicht, aber okay. In einem von diesen, also einem von diesen Feldern, wo man hier angeln kann. Aber leider sind es nur bestimmte Felder, wo man sie fangen kann, nämlich nur 6 Stück. Ja, und jetzt könnt ihr mal zählen, wie viele Angelstellen diese Route hat. Und dann könnt ihr die Chance ausrechnen, einen Bashwa zu kriegen. Ups. Ja. Und es, und diese Felder wechseln sich nach jeder Angel, also nach jedem neuen Kampf. Ja, deswegen ist Bashwa so selten zu fangen. Und extrem schwer ist es, ein Mittelstück zu kriegen. Aber versuchen wir es mal. Ich versuche es mal 5-mal. Wenn wir Glück haben sollten, haben wir Glück. Wenn wir kein Glück haben, dann, ja, dann werde ich das wohl überspringen müssen und, ja, dann wieder zuschneiden. Also, es war, also machen wir mal von vorne, das zählt jetzt nicht, weil ich euch mit meinem Gequatscher wahrscheinlich, ne, genervt habe. Ja, dieses so ein Standard-Pokémon, wenn man Barschwarz fängt, Carnivana, ist diese, werde ich, ihr nicht, aber ich werde sie sehr oft finden. Ah, ich habe gerade das nochmal getrunken, Moment, ich trinke nochmal was. Okay. Bashwa. Ja, Tentacher, ne? Das war jetzt, glaube ich, Versuch Nummer 2, glaube ich. Weiß nicht genau. Zum Glück gibt es hier eine Speedhouse. Das erleichtert mir mal den Fang. Wo ich das im Gameboy gezockt habe. Meine Fresse, hat es lange gedauert, bis ich da eins gefunden habe. Da saß ich so 3 Stunden da vor meinem Gameboy. Da waren es SP. Er hatte nur Carnivanas, Carbador und Tentacher begegnet. Dann habe ich kurz keinen Bock mehr gehabt, bin ich. Wollte ich hier einmal jedes Feld nochmal durchmachen. Ups. Und dann taucht plötzlich dieses seltene Pokémon auf. Und ich habe es auch gleich gefangen, dann kam noch eine Angel und dann kommt noch eins. Also wenn man einem Barspiel begegnet, kann man sehr viele gleich fangen. Moment, ich glaube, wir haben gar keine Pokébälle dabei. Okay, noch ein Versuch. Bin nicht lustig, wenn wir einen Bashwa fangen, aber ich habe keine Bälle dabei. Und wette in... Ah, okay, das ist kein Bashwa. Am besten hole ich mir schnell die Bälle, bevor es noch richtig blöd wäre und ein... Und ein Myrapla auftaucht. So. Ich habe jetzt gerade meine Schattleiste immer ein bisschen... umgespielt, ja, mit meiner Schalt. Oh, was Quatsch, was mache ich denn da? Angewohnheit von der weißen Edition, da ist jetzt der Pokémarkt direkt im Pokécenter. Naja, okay, was wollen wir uns kaufen? Wir haben noch 63.000 bei irgendeiner Geheimbasis. Kaufen wir uns mal 20 Hyperbälle, die müssten für Bashwa reichen. Okay, das war jetzt auch sehr teuer, aber was soll es. Nee, wir haben ja nicht mehr so viele Teile. Jetzt steht auf meiner Liste nur noch Latias, Regis und Rayquaza.
Latias könnte mir vielleicht noch Geld ausgeben, weil wir Schutz brauchen. Ich warte, das kaufe ich mir gleich. Was soll denn das? Kaufe ich mir gleich Schutz für Latias. Ich kaufe mir mal Superschutz. Ich nehme einfach den Rest. Das kannst du nicht mehr tragen, oder was? Ja. Scheiße, was mache ich da? Okay, was macht ich denn da? Was brauchen wir denn nicht mehr? Ich verkaufe mal das Protein. Es nicht, ich brauche es nicht. Ja. Superschutz. Okay. Okay, das hat jetzt genau 99 Mal gereicht. Und jetzt zurück zu Barsch. Ja. Während ich das dann offscreen mache, wird sehr viel passieren wahrscheinlich, wie ich das gemacht habe dann. Das sage ich euch dann einfach, was da alles passiert ist, was für einen Aufwand ich da hernehmen musste. Also das ist jetzt der dritte Versuch, wenn ich mich nicht irre. Ne, das ist der vierte. Ach, mach mal gleich noch zwei, weil ich so lustig jetzt drauf bin. Eigentlich müsste man hier rumwandern, damit man dich findet. Ich versuch's dann einfach mal so. Ich versuch's es dann 10 Mal wahrscheinlich, also offscreen meine ich. Wenn ich dann nach 10 Angelversuchen gefunden habe, dann latsch ich rum und dann werde ich schon finden. Also, jetzt kommt der letzte. Jetzt kommt der letzte. Ja, yeah, ich mag die Musik total sehr. Oder soll ich das in-screen machen? Ich weiß es noch nicht. Soll ich euch damit langweilen, mit langweiligen Pokémon kämpfen, die nichts bringen? Ich glaube nicht, ne? Sowas wollt ihr ja bestimmt nicht sehen. Naja, vielleicht ein paar von euch vielleicht. Aber nur ein paar. Alter, was ist denn da los? Gerade waren doch so viele jetzt da und jetzt da. Ich kann nicht vorspulen, weil sonst verpassen wir das. Also, und? Oder braucht man eine Superangel dafür? Ich weiß nicht, ich glaube, ich schaue mal schnell nach offscreen. Okay, das ist das letzte und wir sehen uns, bis ich ein Barsch begegnet bin. Bis gleich. Moment, ich muss jetzt noch auf meine Hypercam da anwählen und da ist sie und bis gleich. Ciao. Ey, Leute, ich weiß gar nicht, was vor ich mich da eingelassen habe, ey. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier im Wasser die fangbar sind. Oder ob sie am Rand zu fangen sind. Das ist das Problem. Vielleicht ist es doch hier im Wasser zu finden. Weil ich habe da nachgeschaut. Und dann steht da, man braucht VM3. Aber wo ich das gefangen habe, das habe ich dann am Rand gefangen. Komisch. Also ich versuche es gerade seit 20 Minuten... diese Felder zu finden, wo sie auftauchen, die 6 Felder. Eins von den 6 muss es sein. Und ich habe auch herausgefunden, es ist abhängig von den Sprüchen da, was man da im Forter Hafen gesagt hat. Ich versuche jetzt einfach bei jedem Wasserfeld, das es hier gibt auf dieser Route, zweimal einen Pokémon zu fangen. Ja. Moment, diesen Versuch noch und dann... Jetzt nur kurz eine Info, ich werde das noch weitermachen. Aber falls es noch länger dauert, also wirklich länger als 3 Stunden, dann lasse ich es gut sein. Ja, okay, bis gleich, ne? Ich hab es! Ja, gute eine Minute nach dieser letzten Aufnahme... bin ich ein Barsch begegnet. Ja, jetzt fangen wir es. Ah, Mann, habe ich ein Glück. Tja, welchen Ball wollen wir denn nehmen? Nimm mal den Hyperball, den wir gekauft haben. Und... Bam! Ja? 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 Yay, Barsch war... Und jetzt können wir
In jedem Wasser fällt ein Barschwa fangen. Zu 75%, glaube ich. Ich schaue jetzt mal nach. Das müsste jetzt auch ein Barschwa sein. Ja, okay, Carpador, ich versuch's jetzt mal nochmal. So steht's nämlich in PokéWiki drin. Okay, jetzt ist wieder ein Carpador, jetzt versuche ich's nochmal. Moment, ich muss mich konzentrieren. Okay, jetzt tauchen nur noch Carpados auf, komischerweise. Egal, wir haben unser Barschwa, jetzt gehen wir mal ins Poké-Center. Gehen wir mal an die Box. Pokémon bewegen, und da ist es. Barschwa. Nehmen wir es mal in unser Team. Jetzt brauchen wir, glaube ich, Kaskade, wenn ich mich nicht irre. Denn jetzt brauchen wir Hommelbeeren, um es zu Milotic zu entwickeln. Haben wir Hommelbeeren? Nein, haben wir nicht, aber ich weiß, wo es welche gibt. Glaube ich zumindest. Aber ich bin mir da jetzt auf einmal so sicher. Also gut. Hommelbeeren müsste man hier oben kriegen. Hoffentlich sind die nicht eingewachsen. Das wäre echt bitter. Ah, da sind sie. Jawohl, das sind Hommelbeeren. Okay. Die brauchen wir für Milotic. Moment, ich tue wieder das Fahrrad auf Select. Oh, das Kunstrad. Weil hier müssten, glaube ich, auch Hommelbeeren sein. Moment, wie springt man nochmal? Fällt mir gerade nicht ein. Ei, scheiße, vertippt. Ah, so, glaube ich. Und dann so. So, jawohl. Ah ja, hehe. Kennst du das noch? Für die, die es nicht wissen, die müssen es jetzt wissen. Ein Chamäleon namens Kecleon. Ich sollte jetzt die Speed aufhören. Jetzt bin ich jetzt noch. Okay, hier ist glaube ich nichts, aber hier scheint ein Item zu sein. Ich springt man nochmal. Ja, ist ja gut. Hier springt man, Moment. Ah, jetzt, okay. Hier kann man seine Geheimbasis errichten, aber sonst sehe ich da eigentlich nichts. Ja, scheiße, obwohl, wir können fliegen, also fliegen wir. Stimmt. Nach Sega Soul City. Komisch, jetzt kann er absteigen. Als wollte man uns verarschen. Gut, jetzt müssen wir die Beeren erst einmal pflanzen. Ich hoffe, die wachsen auch. Weil ich habe so da die Befürchtung, dass die jetzt nicht wachsen. Mal schauen. Hoffen wir mal, dass die wachsen. Ich lasse mal eine da. Und jetzt gießen wir sie mal. Nochmal. 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 Das geht hier zum Glück ziemlich schnell. Okay. Dann lasse ich das jetzt mal Speed machen. Ich hoffe, die wachsen auch. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ja. Und dann sehen wir uns. Ich werde auch schauen, ob es auch die Küstenhöhle jetzt sich verändert hat. Vielleicht haben wir noch eine Chance. Also bis dann.
Okay, weiter geht's, Leute. Ich habe jetzt da. Ja, ihr seht, die Rommelbeeren sind gewachsen. Und jetzt können wir sie pflücken. Okay. Jetzt müssen wir sie mixen zur Riegel. Bei mir ist es jetzt 11 Uhr morgens. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen verdreht wahrscheinlich. Hört ihr wahrscheinlich auch an meiner Stimme. Ja, möchte ich. So. Wir haben 8 Stück. Wie viel braucht man für den maximalen Schönheitswert? Ich weiß es gerade nicht. Ups, ich trage mein Headset wieder falsch. Okay, jetzt da. Yeah! Nein! Ich kack voll ab. Wahrscheinlich, weil ich jetzt gerade aufgestanden bin. Mixen wir mal, bis wir nur noch 2 haben. Dann tun wir sie wieder pflanzen. Ups. Ich könnte mal nachschauen, ob sich dann entwickelt. Wenn nicht, resette ich einfach. Wir haben ja einen Thunderbomb und da können wir es schnell überprüfen. Alter, jetzt ist es gut bei mir. Eins und go. Yay. Dang, dang, zack, zack, zack. Oh, jetzt bin ich gut. 9 Stück. So, nur noch 2 oder 3. 3, 2, 1 und Start. So, jetzt beschleunigen wir das Ganze mal. Nein, scheiß Java. Java ist mein größter Feind. Ups, ups. So. Da, 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 da. Drei, zwei, eins, Start. Okay, es war jetzt so gut. Wie viel kann man noch mixen? Ah ja, noch eine, okay. Drei, zwei, eins, Start. Mir fällt gerade nicht ein, wie man Barschwa auf den anderen Editionen entwickeln kann. Wahrscheinlich muss man da was anderes machen. So, jetzt speichere ich mal und schau nach. Und wenn sich's entwickelt bei die Anzahl von Bären, dann
ist es gut. Wenn nicht, dann resette ich. Habe ich Barschwa dabei? Nein, natürlich nicht. Holen wir es uns schnell. Ja, wir haben noch viele Pokémon gefangen in der Safari-Zone. Wir haben das Myrapla dabei, dass wir in der Safari-Zone auch gefangen haben. So wird's. Jetzt hört er wahrscheinlich mein Tastengetippe. Das ist einerseits gut, weil jetzt hört er mein Geblase nicht. Weil es liegt, wie ich mein Headset trage. Weil früher habe ich das immer um den Hals tragen, da hat man mein Geblase ständig gehört. Und jetzt hört, also jetzt, oh, hat sich das erhöht. Und jetzt halt, trage ich das so richtig um den Kopf. Und jetzt hört man mein Geblase nicht mehr, aber dafür mein Tastengetippe. Ja, das ist bei anderen Let's Plays wahrscheinlich nicht so, weil bei Pokémon, da muss man halt oft an den Tasten tippen. Bei Star Wars oder so, da muss man ja nur die Maus verwenden, die Tasten sind nur zur Steuerung. Gut. Wie viele Sterne hat es jetzt? Drei, ist, oh Gott. Ich glaube, da müssen wir noch eine Menge pflanzen. Oder wir können auch schauen, ob sich's gleich entwickelt, weil das sieht schon ziemlich hoch aus. Okay, jetzt schauen wir mal nach. Wo ist unser Sonderbonbon? Hier ist es. Da, 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 da. Und entwickelst du dich jetzt? Nein, okay. Das heißt, wir resetten das Ganze und pflanzen gleich die Beeren wieder ein. Ja, jetzt habe ich den. Jetzt muss ich den wieder geben. Das war mit Absicht so. Wie viel? 6. Das ist ein Schönheitswert von. Boah. Ich glaube, 3 müssen wir nur noch ihm geben oder so. Keine Ahnung. Pflanzen wir erstmal die 2. Dann schaue ich wieder in 12 Stunden nach. Das ist dann am Abend. Bis dahin mache ich Star Wars weiter. Na, wo ist denn meine Hommelbeere? Hier. Da-da. Okay, jetzt haben wir keine mehr als Ersatz. Ist aber eigentlich nicht so schlimm. Okay. Halt, warte, wir müssen sehr noch düngen. Also, gießen. Düngen ist aber was anderes. Okay. Okay, okay. Gut, dann warte ich jetzt, bis die gewachsen sind. Und dann sehen wir uns, wenn, ja, wenn die Pflanzen gewachsen sind, wieder. Bis dann. Hey Leute, die Beeren sind jetzt gewachsen und jetzt pflücken wir sie. Hier haben wir Glück, das sind 5. Und was, wie viel sind es hier? Ui, 6 sogar. Die müssten reichen. Okay, dann machen wir jetzt Beeren draus. Zack, 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 zack und bam. Ja, weiß ich. Warum die Frage immer gestellt wird, weiß ich nicht. Okay, Hommelbeeren, Hommelbeeren, Hommelbeeren. Hier sind sie. 11 Stück, die müssten reichen. Und 3, 2, 1, go! Nee. Okay, okay, okay. Ich bin der Bärmeister, seht her! Ab jetzt! Ab jetzt! Ab jetzt! Nee. Von wegen Bärmeister. Ne, null bin ich. Machen wir mal 6 Stück. Three, two, one,
Start! Yeah! 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 No! Jetzt komm schon! Ja, so geht doch. Diese scheiß Bremse. Jetzt bin ich Erster. Das ist eine Steigerung von 0 auf 100. Prozent. Three, zwei, eins. Ach, das hätte ich doch geschafft. Und das auch. Und das auch. Und das auch. Und das auch. Uiuiui, das war jetzt gerade schnell. Was? Maximaltempo 96,95 RPM. Was heißt ein RPM? Weiß das einer von euch? Rotation pro Minute, glaube ich. So, noch drei. Und dann geben wir sie mal dem Barschwab. Und zack, und dann fange ich morgen Latias. Morgen habe ich meine Abschlussfeier. Da habe ich weniger Zeit als heute, aber ich werde mir Mühe geben, das noch zu machen. Ja. Und noch eine. Hommelbeeren, Hommelbeeren, Hommelbeeren. 3, 2, 1, Goss. Na komm schon. Nein. Ach, das war auch wieder schnell. Und noch die letzte. Und dein teilen wir richtig aus. Hab jetzt vorgespult. So, so. 3. Ja, jetzt war ich letzter. Oh, doch nicht. Nein, momentan nichts. Okay. Setz mir erst einmal ein Pokémon an erste Stelle, dass wir dauernd so rum. Achso, wir haben Barsch aber noch nicht mal dabei. Bin ich witzig. Wo ist ein Barschwa? Wo ist Barschwa? Hier ist Barschwa. Ach ja, dann muss man ein Team reintun. Oh, haben wir schon. Ich war gerade nicht so aufmerksam. Ah, ich trage mein Headset wieder falsch. Jetzt trage ich es richtig. So. Ständig trage ich mein scheiß Headset falsch. Das ist doch schlimm. Hä? Ach so, nicht an erster Stelle, okay. Ups. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und okay, geht's noch weiter? Wir haben doch noch zu wenig gemixt. Okay, machen wir uns noch drei. Yeah.
Ach, scheiße. Scheiße. Was mache ich da? Ich habe keine Ahnung. Jetzt muss ich aber kräftig aufholen. Uiuiui, das scheint schnell gewesen zu sein. Und noch eine. Ach, fuck. Okay. Hoffentlich reichen die auch noch. Ah, keine Veränderung. Okay. Dann entwickeln wir es mal. Hey, Barschwein entwickelt sich. Na, welches Pokémon kommt denn da raus? Es ist ein Milotic. So kriegt man ein Milotic, Leute. Und er lebt durch Windhose. Haben wir ein Glück. Okay, so sieht Milotic aus. Fähigkeit Notschutz steigert Verteidigung beim Laden, beim Leiden. Die Werte sind sehr, sehr gut und die Attacken sind schwach, aber sonst ganz okay. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Part mit Latias. Servus, Leute.